Jetzt ist erstmal Feierabend. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Sag mal, Koschwitz, soll das heißen? Auf die Arbeit können wir pfeifen. Der Radio Brocken Feierabendgong. Sachsen-Anhalt erleben. Das können Sie ab jetzt auch auf der neuen Internetseite erlebnislandsachsen-anhalt.de. Hier gibt es nicht nur die schönsten Tourismusziele in unserem Land, sondern auch virtuelle Rundgänge in Hotels und Cafés. Entwickelt wurde die Seite von zwei Magdeburgern. Einer davon ist Martin Hammer und der ist jetzt am Telefon. Tag, Herr Hammer. Hallo. Wie kamt ihr denn darauf, diese Seite Erlebnisland Sachsen-Anhalt zu entwickeln? Ich meine, es gibt ja schon etliche Tourismusseiten. Meine Partnerin, die möchte häufig am Wochenende was unternehmen und im Internet ist immer schwer, was Interessantes zu finden oder was Neues zu finden. Also wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann muss man halt lange suchen, bis man findet, was man halt haben möchte. Ihr habt da auch irgendwas Besonderes gemacht mit 360 Grad Rundumblicken. Wie funktioniert das? Ja, im Prinzip ist es so, dass wir so mehrere Fotos schießen und diese dann zu einer Kugel zusammensetzen. Und wenn man dann im Computer dieses Bild öffnet, kann man sich in dem Bild umgucken und umschauen. Das heißt, man sieht also sozusagen Räume von innen. Jetzt nochmal zu Ihrer Freundin. Kriegt die da jetzt was vorgeschlagen auf Ihrer Seite oder wie funktioniert das?